habe auch manchmal den Eindruck, dass da ein Klassenkampf ausgerufen wird zwischen Unternehmern und Arbeitnehmern. Dabei sitzen wir doch alle im selben Boot, außer den Institutionen, die auch teils verfassungsrechtlich abgesichert sind. Die sitzen im Spezialboot. Ja, die sitzen in einem ganz speziellen Boot und ich glaube, dort haben sie es auch ziemlich bequem, weil sonst würden sie sich da draus bewegen. Ich muss sagen, und ich muss jetzt auf dieses Arbeiterkammer-Video noch einmal zu sprechen kommen, wo man die Unternehmer darstellt als mit Champagnergläsern um sich werfende und mit Geld um sich werfende, eine äußerst despektierliche Darstellung. Ich finde es auch nahezu schamlos, ja, wie man da auch umgeht mit dem Mann-Frau-Bild. Es fehlt mir jegliches Verständnis dafür, ganz ehrlich gesagt. Und das hat auch nichts mit einer, hat auch nichts mit einer Serviceleistung oder mit einer Interessensvertretung zu tun. Und meine Mitarbeiterinnen, die sich dieses Video angeschaut haben, nachdem ich völlig fassungslos darüber war, haben alle gesagt, sie finden es die größte Frechheit, wie mit ihren Geldern, die sie als Pflichtbeiträge zahlen müssen, umgegangen wird. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es unglaublich, wenn man sich nämlich anschaut, es ist auch das Geld von Mindestverdienerinnen und Mindestverdienern, für die auch 8 Euro im Monat viel sind und dafür wird dann das Geld ausgegeben. Also wenn man so etwas in der Wirtschaft macht, ist dieses Unternehmen tot.